Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meinen Neuzugängen aus dem Juni 2020. Der Sommer ist da und auch einiges an Neuzugängen, gar nicht so viel in echter Form. Es sind insgesamt 15 Bücher bei mir eingezogen, wobei eins sogar doppelt eingezogen ist, aber dazu später. Und ich habe ein Buch, was ich glaube ich im letzten Monat als Hörbuch hatte, was jetzt als echtes Buch eingezogen ist, was nicht zählt sozusagen auf dem Sub, weil schon gehört. Es sind tatsächlich nur 4 echte Bücher, wieder ein sehr, sehr guter Schnitt. Es sind 3 E-Books und es sind tatsächlich 8 Hörbücher bei mir eingezogen. Es ist total verrückt, aber ich freue mich. Ja, ich hatte einiges an Gutscheinen, manches ist tatsächlich dann auch als Rezensionsexemplar, als Hörbuch bei mir eingezogen, was ich immer super finde, dass das gerade bei Random House wunderbar funktioniert. Und ja, ich freue mich, euch die jetzt vorzustellen. Als erstes möchte ich aber auch eine Art Buch zeigen, was im Juni bei mir eingezogen ist, mein neuer Filofax. Ich bin ja irgendwann im letzten Jahr vom Bullet Journal aufs Filofax wieder umgestiegen und jetzt ist der Saffiano in wunderbarem Neon Pink bei mir eingezogen. Es ist Personal Größe, also A6. Ich glaube die zweitkleinste. Es gibt noch den Pocket und die nächste Größe wäre dann A5, aber ich mag Personal super gerne. Und ja, ist in diesem knalligen Pink bei mir eingezogen und zum Glück hat mein altbewährtes Dashboard farblich auf jeden Fall schon mehr oder weniger dazu gepasst. Und ja, das Innenleben muss ich noch ein bisschen anpassen. Das werde ich jetzt, denke ich, einfach mal so ja, an einem verregneten Tag dann vielleicht im Urlaub machen. Und ja, es ist ein echter Filofax. Ich packe ihn euch einfach mal unten in die Infobox. Da sind neben den Büchern auch allerhand andere Links immer mal drin. Guckt da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Und ja, ich bin sehr verliebt. Beim Saffiano ist eben auch schön, dass es kein echtes Leder ist oder Ähnlichem. Dass er sich ganz toll anfühlt, sehr hochwertig verarbeitet ist. Und der war irgendwie um 30% tatsächlich reduziert. Er hat, glaube ich, angefangen bei 34, 35 Euro. Und ich habe ihn dann für 23 irgendwas gekauft, wo ich dachte, ja, das kannst du ausgeben, gerade weil die wirklich sehr, sehr lange halten. Das ist mein, ich glaube, 2. Original-Filofax. Der erste war der Domino in so einem Türkis, was auch richtig knallig war. Ich finde es aber tatsächlich ganz schön beim Saffiano, dass man ihn eben einfach komplett aufklappen kann. Und ja, diesen Neuzugang wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber ich denke, jetzt starten wir mit den Büchern. 15 neue Bücher plus ein zusätzlich. Und das Coole ist tatsächlich, dass ich auch akkurat 15 Bücher gelesen habe im Juni. Also auch die Statistik habe ich schon abgeschlossen und ja, finde ich sehr, sehr cool. Also es wiegt sich in diesem Monat ganz wunderbar auf. Als erstes ist eingezogen der neue Musso als Hörbuch und zwar Ein Wort, um dich zu retten. Wurde auch schon von mir gehört und ich glaube auch in irgendeiner Bücherwoche natürlich schon besprochen. Ich habe ja so ja, ein paar unterschiedliche Erfahrungen mit Musso. Ich hatte totale Highlight-Bücher, ich hatte aber auch 2, 3 Flops. Und auch das letzte, neuere Buch von ihm hat mich dann, glaube ich, gar nicht so angesprochen. Bei dem hier war ich aber total neugierig, was es mit diesem ja, etwas geheimnisvolleren Autor auf der Insel zu tun hat, als da ein Mord passiert und die Insel abgeriegelt wird und warum dieser Autor sich dann tatsächlich irgendwie zurückzieht. Eine sehr spannende, klingende Geschichte und ja, da musste ich einfach zugreifen und ja, mir die im Grunde zur Gemüte führen. Und bei Musso ist es tatsächlich echt so, entweder man feiert es oder es gefällt einem nicht. Hier kann ich sagen, der Musso war auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Dann ist eingezogen Ein Junge, sein Hund und das Ende der Welt von C.A. Fletcher. Ein Buch, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin. Ich glaube, es war tatsächlich das Cover. Man hat hier so ein bisschen einen postapokalyptischen Story, einen Jungen, der eben mit seinem Hund unterwegs ist und ich, ja, im Grunde jemanden anderen sucht, der seinen Hund geklaut hat. Ich stecke gerade mitten noch in der Geschichte, kann also noch nicht abschließen, was dazu sagen, aber das Buch ist sozusagen mein letztes Buch, was ich im Juni beenden werde. Hier hat mich ja einfach wirklich so dieses Setting angesprochen und diese Idee und ja, es ist auch eine Ich-Perspektive und die liebe Steffi hat im Hörgenuss auch total darüber geschwärmt und ja, dann habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich noch vor ihrem Hörgenuss damit angefangen und ja, werde euch in der nächsten Bücherwoche auf jeden Fall was dazu erzählen. Dann ist der zweite Teil der Die Farben der Schönheit-Reihe von Corinna Bohmann bei mir eingezogen, Sophias Träume.
Wir haben hier ja in den 1920er Jahren in Berlin begonnen, waren dann in Paris und begleiten eben Sophia, die es in ihrem Leben nicht immer ganz einfach hat, aber sich eben irgendwie für Mode, Farbe, Kosmetik und so etwas begeistern kann. Und es ist einiges historisch Belegtes sozusagen, unter anderem ja so ein bisschen alles um Helena Rubinstein mit dabei. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt und möchte das Hörbuch jetzt auf jeden Fall auch ganz bald hören. Es ist eben ein zweiter Teil, da kann man natürlich gar nicht so viel verraten, aber mir hat der erste Teil sehr gut gefallen und ich freue mich auch sehr auf den zweiten Teil. Durch George Floyd kam ja dann die Rassismusbewegung wieder ein bisschen mehr auf Trab sozusagen, als sie gefühlt in meiner Umgebung sowieso schon ist. Und dann habe ich gehört, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten oder ähnlich am Ende von Alice Harsters, ein Hörbuch, was ich mich tatsächlich auch ganz bewusst fürs Hören entschieden habe, weil es die Autorin auch selbst spricht und hier über ihre eigenen Erfahrungen, was auch so den Alltagsrassismus angeht und Ähnlichem erzählt. Habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon darüber berichtet. Ich glaube, es ist für den Einstieg schon ein bisschen zu hart, zu direkt. Und vielleicht auch zu ungemütlich, wenn man das sagen kann. Vor allem war auch mein Problem mit ihrer Sicht der Dinge an mancher Stelle, dass ich auch jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich einen sehr weltoffenen Menschen vor mir habe, sondern auch jemand, der so jedes Klischee über den weißen Menschen über uns wirft und auch nicht vorurteilsfrei ist. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil man natürlich weiß, dass nicht, also dass wir, glaube ich, alle einfach Vorurteile haben, so wie wir einfach Menschen sind. Aber ich das aus der Perspektive doch ein bisschen, ja, als wenn man mit erhobenen Zeigefinger auf andere zeigt, ja, ne? Ja, war für mich ein bisschen schwierig, aber ja, von daher schaut es euch einfach selbst an oder auch einfach meine Bücherwoche dazu. Dann das erste Buch, was als echtes Buch bei mir angezogen ist, was mittlerweile aber ausgeliehen ist, eine Freundin, weil ich so geschwärmt habe, ist Juna und der Hüter der Wolken von Erik Kellen. Ich bin seit Jahren ein großer Fan von Erik Kellen. Alles begann mit der Nimmerherz-Reihe, geht jetzt weiter über die Lichtbringer-Saga und ich war von diesem Cover hier total geflasht und dachte mir wirklich, großes Cover-Kino. Und es ist eine wunderbare, asiatische, märchenartige Geschichte, die ja über das Leben erzählt, über Trauer, über Macht, über dass man manchmal auch einfach aufstehen muss und weitermachen sollte und auch muss. Und dass man manchmal gar nicht merkt, wie viel Kraft in einem steckt. Und ich habe so von der Geschichte geschwärmt, dass eine liebe Freundin von mir ja im Grunde das Buch direkt abgestaubt hat und ich es ihr natürlich sehr gerne geliehen habe und ja, auch für mich Monatshighlight, ein richtig tolles Buch. Dann ist das Hörbuch eingezogen, Psychose, der erste Teil der Wayward Pines Reihe von Blake Crouch. Ja, Blake Crouch hat mich ja mit Dark Matter und gestohlene Erinnerungen sehr, sehr begeistert und ich bin dann irgendwie über diese Reihe gestolpert und dachte mir, Mensch, das klingt ja nach einer spannenden Krimi-Thriller-Story und es soll eben auch sehr unerwartete Wendungen haben und da musste es dann einfach bei mir einziehen, auch wieder als Hörbuch, weil ich die beiden anderen Bücher von ihm auch gehört habe und ich glaube, ja, dass mir sowas als Hörbuch eben auch sehr gut gefallen wird. Zudem ist eben demnächst Sommer war der Gedanke und ich bin definitiv jemand, der im Sommer doch auch fast lieber zum Hörbuch greift, weil ich dann eben trotzdem einfach meine Umgebung genießen kann, das Gesicht in die Sonne recken kann und dann einfach mir was erzählen lassen kann. Von daher da schon die bewusste Entscheidung dann auch für das Hörbuch. Dann ist eingezogen als E-Book recht überraschend Hexfiles. Hexen gibt es doch von Helen Harper. Habe ich bei ein, zwei Leuten auf Instagram gesehen, hat mir dann auch ein lieber Freund empfohlen und das habe ich dann zusammen auch im Juni mit der lieben Becky gelesen und war für uns beide definitiv ein Highlight. Wir sind hier in Art, ja schon einer etwas hexerischen, magischeren Welt unterwegs und lösen auch so ein bisschen eine Art Krimi-Fall, aber durch die Ich-Perspektive und die super sympathische, humorvolle, sarkastische, zynische Protagonistin macht diese Geschichte einfach unglaublichen Spaß und ja, es ist ein überraschender Neuzugang gewesen und auch ein überraschendes Highlight und ich glaube, jetzt im September kommt dann schon der zweite und abschließende Teil und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann ist ja das neue Buch sozusagen von Erik Lorenz bei mir eingezogen, nämlich Abenteuer im Gepäck. Ich habe ja irgendwann vor Jahren das Laserbuch von Erik Lorenz in der Leserunde, glaube ich, noch bei Lovely Books gewonnen und gelesen. War dann sehr angetan von der Art, ja, wie er über diese Reiseberichte im Grunde erzählt, die er selbst bewegt und erlebt.
Und dann hat er den Weltwach-Podcast ins Leben gerufen, wo ich ja seitdem es den gibt, gefühlt wirklich fast jede Folge gehört habe. Es gibt immer mal Folgen, wo einem das Thema nicht ganz so interessiert. Und wenn da vielleicht eine Handvoll dabei war, die ich nicht spannend fand, aber ich glaube, wir sind bei weit über 100 Folgen. Und ja, Erik Lorenz hat jetzt dieses Abenteuer im Gepäckbuch herausgebracht. Es ist eben das Beste aus seinem Podcast. Es ist eben... Grenzgänger und Weltenreisende, die erzählen, und er hat ihr eben allerhand Leute, die er interviewt hat, auch in dieses Buch gepackt, von Joey Kelly über Rüdiger Neberg, Reinhold Messner, Uli Kunz, Anna Zörner, Michael Martin, den ich ja unfassbar mit seinen Wüstenbüchern mag, Amseln Panke, dann gibt es natürlich auch so Erkenntnisse von Stefanie Meurisch, Christine Thürmer, das ist, glaube ich, die weitgewandertste Frau Deutschlands oder Europas, wenn nicht gar der Welt, das weiß ich gerade gar nicht. Bruno Baumann, auch von dem habe ich schon 2-3 Bücher gelesen. Und er umfasst eben hier mit wunderbaren Bildern seinen Podcast und fühlt sich auch haptisch richtig, richtig toll an. Ich habe es direkt über seine Weltwach-Seite bestellt, denn dann geht der Erlös an eine Stiftung. Ich glaube an die Target-Stiftung von Oliver Neberg, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm. Rüdiger Neberg, der, glaube ich, auch kürzlich erst verstorben ist. Und ich packe euch auch hier den Link definitiv von der Seite von Weltwach mit rein, dass ihr da schauen könnt, weil ich finde, das ist wirklich etwas, was man dann so unterstützen kann. Und da schaut einfach gern vorbei. Ich habe mir auch noch einen coolen Kugelschreiber mitbestellt. mit Weltwach, was ich sehr cool fand. Und es gibt hier auch ein Lesebändchen. Also wie man sieht, ich habe in dem Buch noch nicht groß gelesen, nur tatsächlich so ein bisschen durchgeflogen. Ist was, was ich denke, jetzt in meinem Urlaub so ein bisschen durcharbeiten werde, um einfach so ein bisschen Urlaubsfeeling dann auch zu haben. Dann ist eingezogen Time to Love von Beth O'Leary, auch ganz bewusst als Hörbuch mittlerweile auch schon gehört. Hier habe ich auch in meinem Hörgenuss schon sehr, sehr, sehr geschwärmt. Den packe ich euch unten dann auch, wie die Bücher alle, unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Es ist das zweite Buch von Beth O'Leary. Hier hat mich ja Love to Share im letzten Jahr total begeistert und es war relativ schnell klar, wenn hier eine N20-Jährige mit ihrer Oma, die Ende 70 ist, die Leben tauscht. Die eine zieht von London aufs Land und die Oma umgedreht, macht hier was Dating-mäßiges in London, dann muss ich das lesen, denn Beth O'Leary schafft es einfach ganz toll, die Perspektiven nicht nur getrennt zu erzählen, sondern auch zu wechseln. Und großes Bücherkino, musste bei mir einziehen, wird auch als echtes Buch demnächst definitiv bei mir einziehen. Und da freue ich mich auch schon, dieses Buch dann im Regal zu haben. Auch das Hörbuch hat sich absolut gelohnt, also toll vertont. Ein wahrlicher Hörgenuss. Das nächste Buch ist dann doppelt bei mir eingezogen. Einmal als Taschenbuch und einmal als Hörbuch. Und zwar Die Leiche von Stephen King. Ja, die Novelle ist eigentlich schon im Novellenband Frühling, Sommer, Herbst und Tod enthalten, die, glaube ich, Anfang der 80er herausgekommen ist. Und man wird jetzt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, alle diese Novellen als Einzelbuch herausbringen. Es ist jetzt auch gar kein so dickes Buch. Ich glaube, knapp 250 Seiten. Und ich habe mir das als Hörbuch zugelegt, gesprochen von David Nathan. Weil natürlich David Nathan einfach großartig, Stephen King vertont und auch andere Bücher sehr atmosphärisch. Und dann ist aber auch vom Verlag das Büchlein bei mir eingezogen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und die Leiche war auch definitiv, es wurde einfach mal Zeit für einen Reread bzw. einen Rehear, wenn man das so möchte. Ja, ich habe das Buch vor, keine Ahnung, in 20 Jahren, nicht ganz wahrscheinlich, gelesen. Ich mag die 4 Novellen aus dieser Sammlung super gerne. Sie sind ja auch, glaube ich, alle oder 3 von 4 auf jeden Fall verfilmt. Das ist im Grunde die Vorlage zu Stand By Me. Und wir haben hier eine Gruppe von Jungen, die erfahren haben, dass ein Junge verschollen ist, dass am Ende die Leiche tatsächlich irgendwo in der Nähe von Bahngleisen zu finden wäre. Und sie machen sich eben auf diese Abenteuerreise, alle 4 Jugendliche, ganz unterschiedlich, und trotzdem verbindet sie etwas. Und es ist ein großartiges Buch von Stephen King. Es ist, finde ich, die perfekte Novelle. Es ist ein perfektes Einsteigerbuch. Es zeigt, was Stephen King alles kann, richtig erzählen in der Geschichte, aber auch zwischen den Zeilen.
Und ich mag diese Geschichte unglaublich gerne und es wurde Zeit für einen Reread. Natürlich erinnert man sich an manches und auch dieses Gefühl, was dieses Buch in einem hinterlässt, war noch sehr präsent. Aber es war richtig toll, diese Geschichte jetzt im Juni auch einfach nochmal zu entdecken und zu lesen. Und ich muss auch sagen, dass ich das Cover sehr gelungen finde. Also ein bisschen creepy, aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, wo ich mich frage, wie konnte diese Geschichte irgendwie so lange an mir vorbeigehen? Und zwar Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert, ist bei mir auch als Hörbuch eingezogen. Es ist ja ein absoluter Wälzer, der erste Band, ich glaube mit irgendwas um die 800 Seiten. Und ich habe schon erst überlegt, hole ich mir das E-Book oder warum ist es bei mir eingezogen? Zum einen wird es ja absolut gefeiert als das Science-Fiction-Buch schlechthin. Und wie der Titel schon sagt, wir haben hier im Grunde so eine Art postapokalyptische Story. Die Erde ist eben wüstig geworden, so interpretiere ich zumindest. Und der Grund, weswegen es jetzt auch bei mir eingezogen ist, ist, dass es eine neue Verfilmung geben wird, eine groß angelegte Kino-Version. Es gibt ja, glaube ich, schon so eine Miniserie von Dune, die ich aber nicht kenne. Und ja, es sprechen doch so ein paar Leute in meinem Umkreis immer wieder von dieser tollen Geschichte. Und nachdem jetzt eben im Herbst, Winter irgendwann die Verfilmung kommen soll, dachte ich, musst du vorher zumindest mal ein bisschen dich reingelesen haben. Auch die Jungs von Cinema Strikes Back schwärmen immer wieder davon, freuen sich auf diesen Film. Und das war dann für mich einfach Anlass, um zu sagen, ja, also so viele Menschen können nicht täuschen. Und ich werde es jetzt einfach hören. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt im Juli, August höre. Das kommt natürlich einfach so ein bisschen auch auf die Stimmung immer an. Ich bin ja auch ein großer Stimmungsleser. Aber ich möchte diese Science-Fiction-Geschichte jetzt einfach genießen. Und ähnlich wie beim Hexer frage ich mich, wie konnte so ein grandioses Werk, und ich vermute, dass Dune in diese ähnliche Richtung, aber im Science-Fiction-Bereich dann eben geht, wie konnte das irgendwie an mir vorbeigehen. Ja, manchmal ist das mit Geschichten tatsächlich so. Und das nächste E-Book ist das neue Buch von Katie J. Adams, Tage des Sommers. Auf dieses Buch bin ich tatsächlich über Instagram irgendwie gestoßen. Das ist mir 2-3 Mal angezeigt worden und ich fand das Cover großartig. Ich erkenne, soweit ich mich jetzt erinnere, kein Buch von der Autorin. Es hat als E-Book, glaube ich, tatsächlich auch nur 99 Cent gekostet, wie es jetzt herausgekommen ist. Und ja, es war genug Anstoß für mich, um dazu zu greifen. Es klingt nach einer Sommergeschichte, nach einer Liebesgeschichte. Es hat einen tollen Titel, ein tolles Cover. Und was will man von einem Sommerbuch fast mehr? Also wenn der Titel so toll ist wie das Cover, ja, bin ich auf jeden Fall begeistert und ich dachte eben auch, für 99 Cent kann man nicht so viel falsch machen und ist das Cover, ja, es ist einfach toll, oder? Also, ja, dementsprechend freue ich mich dann jetzt in der Sommerzeit auf dieses Büchlein. Dann ist ein grandios aussehendes Buch bei mir eingezogen, The Passengers von John Mars. Mit diesem wunderbaren Standby-Knopf sozusagen in Blau. Das ist hier überall sozusagen auch blau hinterlegt und total geil ist tatsächlich dieser blaue Buchschnitt. Also nicht, ich glaube, man weiß, dass mir diese Oberflächlichkeiten gar nicht so wichtig sind, aber wenn ein Buch dann halt wirklich so geil aussieht, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Ja, John Mars hat mich im letzten Jahr mit The One ja total geflasht und begeistert, war definitiv ein Jahreshighlight. Und ich bin jetzt total neugierig, was er hier mit The Passengers schafft und kreiert. Wir haben hier wieder, ja, im Grunde auch wieder einen Thriller und es geht hier darum, dass sich selbststeuernde Autos irgendwie selbstständig machen, beziehungsweise die künstlichen Intelligenzen, die dahinter stecken. Und ich glaube, im Klappentext steht, dass wir hier eben eine schwangere junge Frau haben, soweit ich mich irgendwie dran erinnere. Und es heißt hier ein atemberaubender Near-Future-Thriller und eine bitterböse Satire auf unsere moderne Gesellschaft. Und das Buch ist mir dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Es sieht einfach großartig aus. Und ich werde das Ende Juli zusammen mit lieben anderen Booktube-Kolleginnen lesen und freue mich da schon sehr auf den Austausch. Und ich weiß noch nicht, ob es im Juli-Monatsrückblick dann auftauchen wird oder dann erst in den Videos im August. Aber ich werde auf jeden Fall davon berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Dann ist als Hörbuch eingezogen It Was Always You von Nicola Hotel. Ein Buch aus dem KISS-Verlag. Aus dem Verlag ist ja zum Beispiel auch die Redwood-Reihe, die ich richtig gefeiert habe, die mir
sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich mag hier das Cover, ich mag die Schriftarten. Es geht auch ums Handlettering. Und das ist auch ein Buch, was ich definitiv gerne noch als echtes Buch auch irgendwie dann hätte, wenn mir das Hörbuch denn gefällt. Und ich bin hier einfach sehr neugierig auf die Story. Es ist, glaube ich, eine Dialogie und befasst sich mit diesem Handlettering. Und es sind wohl auch Vorlagen und Ähnlichem dann im echten Buch zu finden. Und ich muss tatsächlich gestehen, so viel mehr weiß ich über diese Bücher gar nicht. Ja, ich habe natürlich mal den Klappentext durchgelesen, hatte es, glaube ich, auch bei den Neuerscheinungen für den Juni vorgestellt. Aber ich finde, man muss sich da gar nicht so intensiv immer darum bemühen. Ich finde, es hat mich einfach angesprochen. Mich hat ja der Titel sehr an Fluch der Karibik erinnert, an den dritten Teil, wo es ja um Herzen geht und da dann eben auch einer zu ihr sagt, zu Elisabeth, es gehörte schon immer dir, und das erinnert mich so bei It Was Always You, also es war schon immer deins, und ich finde das so einen schönen Satz. Und ja, das werde ich im Juli auf jeden Fall hören, das werde ich zusammen mit der lieben Becky hören, da freue ich mich schon drauf, dass wir das gemeinsam hören. Wir lesen und hören ja sehr viel miteinander, und ich glaube, dass das wieder ein Buch ist, wo es richtig Spaß macht, sich auszutauschen. Und das letzte reguläre Buch ist dann A Single Night von Ivy Andrews. Das ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe, der Love-Reihe, richtig? Wo die Love, diese Buchstaben, ganz gezielt mit einem Punkt getrennt sind, denn sie stehen immer für die Anfangsbuchstaben der Protagonistinnen. Und ich habe das Buch entdeckt bei der lieben Jasmin Zipperling, die sich hat inspirieren lassen für ein Kleid aus einem Dollarscheinen und dazu ein Video gedreht hat, ein sehr cooles Instagram-Foto gepostet hat. Und mich hat die Story direkt angesprochen. Es ist eine Liebesgeschichte, die so ein bisschen mit Modedesign zu tun hat, mit Fotografie, mit der Liebe zu Mode, und wir haben hier zwei Perspektiven, und einmal, ja, natürlich zwangsläufig eine weibliche, eine männliche, und es ist natürlich schon irgendwie eine klassische Liebesgeschichte, es ist ein bisschen erwachsener als New Adult, und besonders der Einstieg in New York hat mich einfach total gepackt, und es ist sehr tiefgründig, emotional, und jeder der beiden und auch der Nebencharakter, die haben so ein bisschen ihr eigenes Päckchen zu tragen, ohne dass es zu dramatisch, zu viel ist. Und natürlich kennen wir jetzt die drei anderen Mädels auch schon, die dann in den nächsten Bänden sozusagen uns ihre Geschichte erzählen. Und mir hat der erste Band so gut gefallen, dass der zweite direkt auf der Wunschliste gelandet ist. Ich freue mich da auch schon auf die Geschichte der Protagonistin. Und ich weiß, ihr kennt ja dann auch schon den Protagonisten. Und war eine tolle Liebesgeschichte. Also ja, und vom Cover sieht es natürlich auch schon ganz schön aus und wäre tatsächlich wahrscheinlich nicht irgendwie bei mir gelandet, wenn die liebe Jasmin nicht so eine geile Werbung dafür gemacht hätte. Ja, ich versuche ihr Video mal unten in die Infobox zu packen, wenn euch das interessiert, wie dieses Kleid entstanden ist, dann schaut da gerne mal vorbei, da freut sich die liebe Jasmin bestimmt, wenn ihr ja auch liebe Grüße dann einfach mal bei dem Video von mir da lasst. Und ja, das waren die 15 regulären Bücher. Es ist ein Buch bei mir eingezogen, was mich im Juni sehr begeistert hat, was ich gehört habe, und hier muss ich, wo ich auf jeden Fall noch Kennzeichnungen reinmachen möchte, und zwar ist das Joy at Work von Marie Kondo und Scott Sonnenschein. Ich bin ja ein kleiner Fan von Marie Kondo, ich konnte mit Magic Cleaning sehr, sehr viel anfangen und war bei Joy at Work wirklich sehr fasziniert von den Tipps und Gedanken und Impulsen, die sie gegeben hat. Und habe mir während des Hörbuchs hören einige Notizen gemacht. Und ja, die Notizen möchte ich jetzt im Grunde im Buch dann im Nachgang auch noch suchen und dann eben auch markieren. Und ich bin so froh, dass dieses Buch dann auch schon als echtes Buch bei mir eingezogen ist. Es ist einfach ein Arbeitsbuch, in das man auch immer mal wieder reinschauen kann, was einen inspiriert. Und hat mir gut gefallen. Oder habe ich es auch erst im Juni gehört? Nee, ich glaube, es war schon im Mai, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall findet ihr da auch eine Besprechung von in der Bücherwoche von mir. Und schaut da gerne mal rein. Und freue ich mich, dass das schon als echtes Buch auch bei mir eingezogen ist. Und das waren sie, die neuen Bücher aus Juni 2020. Es ist ja auch fast mit das letzte Video jetzt vor der Sommerpause. Es kommt jetzt noch ein Hangout am Donnerstag. Freut euch da drauf mit der lieben Becky. Der Quartalsrückblick und am Samstag dann im Grunde die letzte reguläre Bücherwoche, und dann geht es erstmal in Sommerpause. Ich freue mich tatsächlich schon sehr darauf, auf meinen Urlaub dann auch bald und einfach den Sommer zu genießen, der hoffentlich dann auch ein bisschen da bleibt. Und
Ja, ich bin sehr gespannt, ob eines der Bücher vielleicht auch bei euch eingezogen ist, welche spannenden Neuzugänge bei euch gelandet sind im Juni, ob das ein erfolgreicher Monat war, ob ihr schon einiges davon gelesen habt, ob ihr im Sommer auch tendenziell dazu greift, zu sagen, ich höre vielleicht auch immer mal ein Buch, um eben so meine Umgebung dann auch zu genießen. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher unten in der Infobox samt meines neuen Filofaxes solltet ihr auch auf der Suche nach einem pinken Exemplar sein, kann ich euch das hier wirklich nur empfehlen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.